Hallo liebes WWE-Universum und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal zu WWE 2K19. Mein Spieler Road to Glory fängt jetzt an. Ja, wir starten eine neue Karriere als mein Spieler. Mal gucken, wie häufig das kommen wird. Ich bin gespannt, aber ich hatte echt mega Bock drauf. Ja, und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass ihr rechts unter mir unbedingt vorbeischauen müsst. Da zeige ich euch nämlich, wie ihr Amazon Prime, Prime Video, Musik und Audible kostenlos bekommen könnt. Heißt kostenloser Premium-Versand bei Amazon, Filme und Serien kostenlos anschauen und downloaden, ebenso wie Musik und Hörbücher bei Audible. Unbedingt vorbeischauen, lohnt sich mega. Ansonsten könnt ihr jetzt noch rechts oben beim i abstimmen, wie das Projekt verlaufen soll. Ja, ich habe da ein paar Abstimmungen für euch, und zwar zum Beispiel, wie lang sollen die Folgen ungefähr gehen? Könnt ihr gerne abstimmen. Was soll ich in den Folgen zeigen? Soll ich nur Highlights zeigen, nur Matches zeigen, viel außenrum, nur ab und zu die wichtigen Sachen außenrum, oder soll ich wirklich ganz, ganz viel cutten? Soll ich das vielleicht auch mal in Livestreams machen und die Livestreams dann zusammen cutten, dass ihr das quasi live seht und die gecuttete Version, oder Livestreams und Aufnahmen getrennt seht? Stimmt einfach mal rechts unter mir ab. Alle Abstimmungen, was da eben, was ich da eben vorgenommen habe, bitte dran teilnehmen, damit ihr bei diesem Projekt mitbestimmen könnt und es möglichst gut wird. Und Leute, das letzte WWE, was ich gespielt habe, war WWE 2K16. Heißt, ich habe jetzt drei Generationen kein WWE 2K mehr gespielt. Heißt, gerne Tipps in die Kommentare. Ich würde mich gerne weiter verbessern. Und ja, da ich mich nicht so gut auskenne, bitte nehmt mir das nicht übel, sondern schreibt dann was rein. Und ja, wir verbessern uns immer weiter. Das wird mega, mega cool. Jetzt müssen wir erstmal einen Kampfstil auswählen. Da würde ich sagen, wir nehmen natürlich ein Kraftpaket, einen Kraftprotz, einen richtig coolen Typen. Und ja, dann würde ich sagen, erstelle ich mir jetzt meinen Spieler und das schneide ich für euch dann aber raus. Das ist, glaube ich, langweilig. So, Leute, das sind wir. Wir sind fertig erstellt. Sind mit 191 cm und 140 Kilo natürlich ein richtiger Brocken. Aber wir sind ja auch Heavyweight und ein Kraftpaket, das haben wir so ausgewählt. Und wir sind natürlich krass, wir waren vorhin am Bodybuilding und so, sehr aktiv. Dass es nur ungefähr 5 Haarschnitte gibt, war ein bisschen lame, weil den Haarschnitt feiere ich jetzt eigentlich nicht so krass. Das ist in Ordnung, aber ja, ne, also ist in Ordnung. Das ist unser Typ, wir haben ihn erstellt und jetzt können wir direkt rein starten. Die Facecam habe ich übrigens nicht angeschmissen, das war bestimmt auch in der Infocard, ob ich die demnächst anschmeißen soll oder nicht. Ich lasse euch jetzt einfach mal alles abstimmen und ich mache es mir heute mal bequem und mache das so, wie es für mich jetzt am einfachsten ist, weil ich renne da gerade auch ein Video raus, hört man vielleicht am PC, dass der ein bisschen rauscht. Und ja, es ist schon ein bisschen später abends, deswegen habe ich irgendwie auch keine Lust, jetzt hier Facecam anzuschmeißen und bla bla bla. Also wir machen das alles ganz gechillt. So, ich habe aber auch absolut keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Passe meinen Spieler an. Okay, hier kann man noch was anpassen. News, hier kannst du meinen Spieler bearbeiten. Ja, können wir schon was verändern? Attribute, können wir hier schon was zugeben? Oder ist das jetzt schon alles ausgewählt? Wahrscheinlich, ne? Also, das wird wahrscheinlich alles schon voreingestellt sein. Das kann man dann später irgendwie bearbeiten. Meine Karriere, hier setzt man ins Kapitel fort. Road to Glory, willkommen bei Road to Glory. Spiele online gegen andere mit meinen Spieler, bla bla bla. Also, man kann theoretisch hier auch gegen euch dann spielen. Hier hat man die Türme, wer jetzt so irgendwie oben steht, meine Statistiken. Okay, also ich habe es so grob verstanden. Wir starten einfach mal rein mit im Van auf großer Fahrt. Was für ein krasser Typ wir einfach sind. Alter, da sind wir. Hey, big BCW show this Friday night at the high school. Tell your friends. Don't need a flyer. I go to every show. Wait, is that you? What do you mean? Facing Mr. CQ in the main event. It's definitely you. I guess I can see the resemblance, but that guy's a huge indie star. Why would he be out here flyering for a show? Hey, is this weirdo bothering you? He's one of the wrestlers. No, I'm not. Have fun at the show. Yo, I thought wrestlers had money. Why would he be driving around some crappy bug van? See? Good point. More proof that I am not who you think I am. Sure. You gotta check out this guy's highlights online. He's going to be a huge star in WWE someday. Thanks. That's nice of you to say. I mean about the wrestler on the poster who is definitely not me. Come on.
Let's go. Hope you beat Mr. CQ. I can't stand that guy. Well, maybe I'll see you in the crowd Friday night. I mean, as a fan. Definitely not from the ring, because I'm not a wrestler. Noch sind wir ja kein krasser Wrestler. Also wir haben noch kein Match gekämpft irgendwie so. Also eigentlich stimmt unsere Aussage, ja. Einige Tage später. Aber so wie wir aussehen vom Körper her, macht es gar keinen Sinn, dass wir so sagen, hey, ich bin kein Wrestler, guck mich an, ich habe nur ungefähr 300 Kilo Muskeln, aber ich bin doch kein Wrestler. Nein, nein. Die Grafik sieht ja richtig heftig aus. Guck dir diesen Van an. Tja, schlechter als San Andreas. Nein, also Leute, ich finde das cool, diesen Story-Modus von WWE 2K. Mega cooler Story-Modus und San Andreas war auch ein cooles Spiel, also ich mache hier nur Spaß. Hier, das ist unser krasses Outfit. Ich bin übrigens kein Wrestler. Nee. Eigentlich nicht, nee. Heute mal, ausnahmsweise. Aber sie hat gesagt, wir werden ein krasser Superstar. Das wäre cool. Mal gucken, wie gesagt, wie lange wir dieses Projekt durchziehen und wie oft es vor allem kommen wird. Das ist ja das Problem bei mir. Also ich ziehe eigentlich alle Projekte ziemlich durch, aber ich habe halt wenig Zeit und dann kommt halt mal jede 2 Wochen mal irgendwie ein Video, weil ich irgendwie es nicht schaffe oder so und dann es geht irgendwie Lust verloren. Aber ich hoffe, dass ich hier dranbleiben kann und auch ein bisschen Zeit dafür habe. So. Was war denn das jetzt für eine Sequenz? Dürfen wir uns jetzt hier bewegen? Ja, ne? Ja. Okay, mein Karriere-Hub. Okay, wir können uns hier bewegen. Wir haben ein Telefon und bekommen da Textnachrichten und was auch immer für Nachrichten. Also, wir gehen jetzt einfach mal auf X und reden mit. Hey, I want you to meet Matt Bloom from NXT. Matt, this is my protégé, Van Gogh. I'm a big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from your run in WWE and Japan. Really great stuff. Thanks. You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Are you some kind of artist? Not quite. I gave him that name because everywhere he goes, his dad's old work van goes. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent. Cole Quinn. Das ist der Spasti, der hinter mir steht. Ja, ja, wirf mal einen Blick. You should take a look at me too. I mean, you came all the way here and you're just gonna be watching the match anyway, right? I respect your confidence, but I'm here to evaluate Cole Quinn. That's not to say I won't be watching every other wrestler here tonight, but I wouldn't go get your hopes up. Understood. Well, I gotta go get ready, but it was really nice to meet you, Mr. Bloom. Wirst mich schon bemerken. You know, thanks for coming out to the show tonight. Nein, ich bin nicht gut, aber ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe die, eigentlich habe ich ja, warte mal, was ist, wenn ich jetzt hier aufs Telefon klicke? Habe ich schon Nachrichten? Nee, ne? Oh doch, hey, hier ist dein Dad. Entschuldige, dass ich nicht zum ersten Match heute Abend schaffe. Auf der Arbeit ist die Hölle los, die Costellos haben Riesenprobleme mit Stinkekäfern. Aha, genau. So, das ist der Gegner. Krasser Typ. Hey man, good to see you. Slow your roll, Greeny. Tonight's my big chance to get signed to NXT, so don't do anything to screw it up. Okay, look, I'm gonna give it everything I have tonight, and we'll see where we stand after that. All I know is, I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. We'll see. Krasser Typ. Guck ihn dir an und guckt euch mich an. Das ist traurig. Okay, wir können nochmal zum Typen oder zum Match. Wir gehen zum Match. Wir waren gerade beim Typen, keine Ahnung, was jetzt passieren würde, wenn ich nochmal hingehe. I don't know. Deswegen gehen wir zum Match. Das ist, denke ich, interessanter. Ich bin jetzt mal gespannt. Also ich habe die Kontermöglichkeiten auf unbegrenzt gesetzt, weil ich das ultra lächerlich finde, dass sie begrenzt sind. Da lasse ich eigentlich auch nicht mit mir reden. Also ich bin gespannt, ob es das im Karrieremodus umsetzt oder ob ich im Karrieremodus trotzdem begrenzt habe. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich im Karrieremodus begrenzt habe und das nur für den Offline Spaßmodus quasi ist, dass es unbegrenzt ist. Aber das macht für mich eigentlich keinen Sinn.
dass man irgendwie nur dreimal kontern kann, dass ich dann wieder aufladen muss. Das ist richtig dumm. Alter. Okay, das habe ich nicht so eingestellt. Ich konnte es auch gar nicht einstellen. Ja, ich bin cool. So, jetzt kommt der andere auf. Komm. Zeig dich. Ah ne, er steht schon hier. Hi. Hi, Cole Quinn. Spieler muss per Pinfall oder Submission gewinnen. Was war denn das jetzt? Habe ich ihn geboxt oder hat er mich geboxt? Okay, hat man jetzt unbegrenzt Konter, weil es sind keine Begrenzen da. Also ich hoffe es einfach, weil es wäre viel sinnvoller. Ich meine, ich werde auch ab und zu, kann man trotzdem nicht kontern, obwohl man unbegrenzt hat. Aber ich finde das einfach dumm, wenn man nicht kontern kann. Und erlaubt mir das einfach. Also ich bin eh nicht so krass. Dann wird es auch ein bisschen spannender, wenn ich die ganze Zeit kontern kann. Weil wenn ich nicht kontern kann, dann liege ich voll oft irgendwie auf der Fresse und... Kacke dann. Die Hintergrundkommentare sind richtig cool. Kommentatoren habe ich ja ausgestellt, aber das sind wahrscheinlich nur die normalen Kommentatoren. Die würde ich sogar anlassen, aber ich lasse es euch einfach mal abstimmen, wie gesagt. Aber hier von dieser Trainingshalle, da sind die Kommentatoren halt an. Aber er ist auf jeden Fall cool. Ja, man merkt schon, wir sind Ultras Kraftpaket, also ich heb den hier hoch, ich schmeiß ihn durch den Ring, ne? Da kenne ich überhaupt nichts. Oh, Junge! Bats! Ich habe halt nur Signature Finisher einstellen können. Sonst konnte ich eigentlich so gut wie nichts einstellen. Aber... Lol, als ob die Fans so laut wären, die 15, die das hier hocken. Hell! Na komm. Was? Also ich glaube, das soll ich so dominant gewinnen, wie das gerade hier passiert, weil der hat ja noch gar nichts gemacht. Und der jetzt safe schon mal gekonnt hat. Aber ist auch ein Opfer. Im Gegensatz zu meinem Buddy hat der ja überhaupt keinen. Sollen wir den Electron pinnen? Ich glaube, wir könnten, aber wir machen ein krasses Match, okay? Lol, was ist da mit dem Seil passiert? Ich will ihm den Finisher geben. Dann könnt ihr auch gleich mal den Finisher sehen, den ich gerade eingestellt habe. Und die erste Folge wird eh noch ein bisschen so chillig, so ganz entspannt. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier direkt gewinnen, dann weiß ich eh nicht, was ich machen soll. Weil ihr mir noch alles erklären müsst. So, wir haben den Signature. Dafür kicken wir ihn in die Ecke. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Jetzt habe ich Ausdauer. Jetzt habe ich Ausdauer. Jetzt habe ich Ausdauer. Boah, Junge, was ist das denn? Lol, jetzt hat er auch einen Finisher. Krasser Typ. Komm, geladener Finisher. Die Fans schreien auf. Mike, Mike. Mike! Mike! Bats! Ja, das ist Signature und Finisher. Wir pinnen und ich denke, das sollte es auch gewesen sein. Was? Als ob! Als ob! Okay. Interessant. Krass. Das war krass. Okay, oh lol, er kontert. Und zum ersten Mal. Und ich habe ihn direkt wieder gekontert. Was ist denn das? Warum hat er sich befreit? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil ich dachte, das ist so ein Match, was wir gewinnen müssen. Wenn wir das gewinnen müssen, dann heißt es für mich, er befreit sich wahrscheinlich auch nicht. Aber er befreit sich direkt wieder. Ja, ja, genau. Da kennt er nichts.
Digga, du hast absolut keine Chance. Aber befreist dich einfach. Gleich drückt er mir seinen Finisher und ich kann mich nicht mehr befreien. Dann kotze ich. Komm, wir probieren es nochmal. Eins, zwei und... Oh nein, Junge. Mann, du Affe. Boah, Junge, guck dir den an. Ich hebe ihn erstmal einfach hoch. Was ist das denn? Krass. Gleich nochmal. Kenn ich nichts. Warte, wie kann ich das nochmal machen? So kann ich das machen, ne? Ja. Genau. Boah, Junge, was ist mit meinem Typen? Bats Powerbomb oder wie auch immer die heißt. Erstmal gegönnt. LOL. Wir sind ja richtiger Kraftpaket, Alter. Das ist ja so krass. Also dafür muss man schon eine Maschine sein, um sowas einfach mal so zu machen. So mir nichts, dir nichts. Erstmal irgendwie eine Powerbomb geben. Komm jetzt. Komm jetzt. Junge, German Suplex oder was auch immer. Lol, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war auf jeden Fall zu krass. Was ist das denn? Wir sind ja so krass, Alter. Ich meine, der Typ ist auch richtig schlecht. Und der, aber ich meine jetzt so von der Kraft her, ne? Ohne Spaß. Das kommt mir ja vor, als hätte ich mehr Kraft als Brock Lesnar. But... Okay, dann pinnen wir ihn. Okay, wir pinnen ihn anscheinend nicht. Dann drücken wir ihn erst in den Finisher und pinnen ihn dann. Ich wollte ihn eigentlich direkt pinnen, aber... Jetzt muss es zu Ende sein. Komm, zweiter Finisher schon, das kann es nicht sein. Und drei, jawohl. Yes. Sauber. Ganz entspanntes Match. Ja, können wir wegdrücken. Die Besten der BCW. Jawohl. Good match, Van Gogh. Yeah, great Thanks. Job out there. It means a lot coming from Orlando, you. Orlando, here I come. I'm gonna get a condo on the beach. There's no beach in Orlando. Well, then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. You need to come up with something different. It's not really a character, but fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your opponent over here. Wait, what? So I've decided to offer him an opportunity instead. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Yes. I've been doing this a while now, and I know talent when I see it. Is this some kind of joke? Because you were supposed to be here to scout me and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Thank you. Unbelievable. I told you not to ruin this for me, and look what happened. Whoa, all I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential? Or was it your boy Baron here putting you over with him? I always knew that he was your favorite, but I didn't think it would cost me a shot at WWE. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's not what I meant. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. It's so bad teacher's pet over here has to live in his van. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore.
Look, you just need to trust the process. We're building a brand. Sind das für Typen. And think of it this way. If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. It'll help put BCW on the map and lead to more opportunities. Oh yeah, easy for you to say. You're the one with a WWE tryout match. He's right, though. What's the saying? A rising boat will lift all tides? I think it's the other way around. Whatever. Come on, let's drop this thing and bring it in for a BCW handshake. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Don't worry about him. And congrats! I am truly happy for you. Ja, mein Typ wohnt einfach in einem Van. Ja, genau. Der andere Spaß, der hat einfach gedacht, er kommt zu NXT, obwohl er absolut nichts gegen mich gemacht hat. Und ja, das ist auf jeden Fall nice. Aber ich freue mich, wir sind bei der NXT, Alter. Und mal gucken, ob es noch eine Szene kommt oder ob das von der ersten Folge war. Die ja wahrscheinlich schon um die 30 Minuten geht, aber es geht vielleicht auch noch weiter. Die nächste Woche. Es ist noch nicht zu Ende hier, Leute. Vielleicht gibt's noch ein bisschen Stuff. Da muss ich ein bisschen mehr runtercutten. Es gibt noch ein bisschen Stuff. This is way bigger than the high school gym. Da steht Triple H, oder? And the VFW. And the State Fair. Combined. Don't let that bother you. All that matters is the rings the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing that. Come on, let's go meet Triple H and try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. It wasn't his entire career history. Hey, Hunter, it's been a while. This is my guy that Matt Bloom wanted to bring in for the tryout match tonight. Nice to meet you. You trained him, Baron? I did. He's one of my top students. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot of good things, but I want to see you in action tonight before we decide anything. Do you have an opponent for him yet? I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity, so you're going to face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster we have. Go introduce yourself to Braun. Don't worry. Ach, du Scheiße. He won't hurt you. Not until your match, at least. Ach, du Scheiße. Braun Strowman. What the fuck? Die Lizenz kann ich nicht prüfen. Ja, ja, geil. Hey, Braun? Was macht der? What the fuck? Willst du mich verarschen? I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? So how do you want to die tonight? I'd like to survive tonight, if that's okay with you. What I meant was, in what type of match do you want to get these hands? Normales match. Würde ich einfach mal machen. I want a regular match. That way I can show Triple H that I can put up a fight inside the ring without having to rely on any kind of weapon. I can't believe you thought I was actually going to let you choose the type of match tonight. We're going to do what I want to do because I'm the monster among men. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. Steel cage. Great idea. It's going to be my second choice. Alter, mein Typ ist volles Opfer. Obwohl der so breit ist, Alter. Das ist. Ich bin breiter als Braun Strowman einfach. What the fuck? Okay, das war Kapitel 1. Und ja. Braun Strowman ist das nächste Match. Steel Cage in der nächsten Folge gegen Braun Strowman. Triple H wird uns beobachten. Und ja, wir werden wahrscheinlich fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie das vom Spiel vorgesehen ist. Die WWE ist ja auch in echt ein bisschen gescriptet, beziehungsweise ein bisschen richtig gescriptet. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Match dann gescriptet ist. Und
Ja, ich muss jetzt das Spiel beenden, weil sonst werde ich eh irgendwie rausgekickt vom Spiel, weil ich die Lizenz nicht überprüft werden kann. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir hier in der nächsten Folge Baron Blade, Alexa Bliss, okay, und zum Tryout-Match. Das wird interessant. Haut rein, lasst euer Tuck da, wenn es euch gefallen hat und seid gespannt. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.